Hi, hier ist Ingo Gutmann und ich möchte dich mit diesem Video heute anregen zu deinem Reichtum, anregen zu deiner Musik. Mach Musik. Was bedeutet das? Wir Musiker sind Kanäle. Wir empfangen etwas und geben es durch unser Instrument heraus in die Welt. Ist das wunderbar? Ja. Du bist so reich und so schön und so voll deiner Spiritualität, ob du dir nun bewusst bist darüber oder nicht, aber du bist es und du hast eine Seele, ein höheres Selbst. Und unsichtbare Freunde, um nur einige zu nennen. Du hast Heimatplanet. Und worum es mir geht, ist, dass du die Möglichkeit in Betracht ziehst, mehr zu sein bei deinem Trommeln. Wisst ihr, ich habe euch auf meinem Kanal hier, den YouTube-Kanal, so viele Videos gegeben, so viele Übungsvideos, so unterschiedliche Rhythmen. Okay, das sind alles Muster, das sind alles Formen. Rhythmus ist eine Form. Und nun geht es darum, dass du diese Form erfüllst. Mit dir, mit dem, was du willst. Deine Wahl. Du könntest Folgendes machen, wenn dir das jetzt ein bisschen fremd ist oder ungewöhnlich. Du könntest, lad doch mal deine Seele mit ein beim Trommeln. Setz dich hin, nimm einen Rhythmus, den du magst, den du liebst, den du magst und trommle. Lade deine Seele ein und lade sie dazu ein, mit dir zusammenzuspielen. Auch wenn du noch nie von deiner Seele gehört hast. Du hast deine Seele. Und wenn du sie kennst, gut. Und dann spiel zusammen. Du wirst sehen, da kommen ganz neue Dinge raus. Da kommt was anderes raus. Zu der bekannten Form, die du da hast. Zu der bekannten Form, zu deinem Rhythmus. Kommen die Energien deiner Seele, zum Beispiel in diesem Fall. Wisst ihr, da draußen gibt es so viel Musik, die nicht in ihrer Tiefe strahlt. Ich würde sagen, sie ist sogar ein bisschen hohl, viele der Musik. Und das meine ich nicht böse, das ist einfach so. Es könnte einfach noch viel mehr sein mit der Musik. Ja? Es gibt perfekte Musiker, Musikerinnen, perfekt. Ja? Leute, die machen ihr Instrument und spielen perfekt. Aber irgendwie passiert nichts. Es kommt nichts rüber, nicht so richtig. Oder es bleibt halt nichts. Ja? Es ist keine Erinnerung, es ist kein Leuchten da, kein Feuer, es bewegt sich nichts, nicht so das, was es könnte. Klar, hat man irgendwie dann gute Laune oder irgendwie. Aber es geht noch viel mehr, wenn du damit anfängst, dich dafür zu öffnen, weißt du, dass es noch mehr gibt. Und ich weiß es, weil ich trommle eigentlich nur so, ich trommle eigentlich nie auf der Trommel so rum, sondern ich trommle für etwas, ja. Zum Beispiel für eine Heilung, ja. Für mich selbst, wenn was ist, bei mir, bei meinen Körperorganen oder in meinen Emotionen oder in meinen Gedanken oder spirituell oder auch für andere trommle ich gerne zur Heilung. Und wir haben hier draußen ja genug Hotspots, ja. Es gibt genug Menschen und Orte, die es brauchen. Ja. Jemand, der Anteil nimmt und was tut. Und du kannst aber auch visionär trommeln. Machen wir in unseren Workshops. Ja. Ich habe so einen Workshop, der heißt Ancient Future Rhythm Circle. Ancient Future Rhythm Circle. Spricht sich irgendwie gar nicht so leicht aus, aber und da machen wir das. Ja. Wir verbinden uns, ja.
mit einer Quelle unserer Kraft, zum Beispiel, als Beispiel, und gehen dann da rein. Und aus dieser Quelle, ja, transportieren wir und bringen Energien dort oder dorthin, dort oder eben dorthin. Also, wenn du einen Traum hast oder einen Wunsch, ja, dann setz dich an deinen Drum, an dein Instrument und spiele deinen Traum. Auch das, wenn du, spiel doch mal deine Emotionen, lass mal los. Ja. Wie oft habe ich das in meinen Workshops und wie oft sehe ich, dass es Leute da sitzen und trommeln und es passiert nichts, es kommt nicht raus. Okay, dann lass doch raus. Okay, dann geh doch Schritt für Schritt. Ja, muss ja nicht alles auf einmal dir zumuten und zutrauen, weil das ist schon auch ein Prozess, wenn du die Dinge rauslässt. Das bedeutet, dass du dich befreist und dich veränderst. Und dann kann es sein, dass du über ein paar Dinge nachdenken musst, die dann mit dir geschehen oder die dir in den Kopf kommen. Ja. Also du musst schon bereit sein, dich auch zu verändern und das Größere mehr zu werden. Und willens sein ist genug. Ja, du musst nicht so viel wissen. Der Rest wird sich dir zeigen. Ja. Deine Seele und dein höheres Selbst hören genau zu. Die kennen dich sehr genau. Ja, dazu möchte ich dich unbedingt anregen. Mach deine Musik. Mach deine Musik. Spiele dich. Spiele dich persönlich. Spiele deinen Kosmos. Weil du bist so einzigartig. Und du bist so schön. So. Und so reich. Und das ist doch wundervoll, wenn du das spielst, wenn du das lebst. Und andere freuen sich darüber und können inspiriert sein durch dich. Dadurch, dass du das tust, dass du dich selbst bist, noch mehr als bisher. Und das ist meiner Erkenntnis nach, ist es eine unendliche Reise. Also ich bin jetzt nicht fertig hier und habe jetzt alles begriffen. No. Das ist nicht so. Ich erweitere mich ständig und auch meine Herangehensweise wächst und ändert sich und ändert sich und wächst und ändert sich. Aber was immer da ist, ist meine Funke, meine Essenz und meine Seele. In all dem Trouble, in all diesem Wirbel, den wir haben hier, die großen Veränderungen unserer Welt, die neue Welt. Und ein Teil, der Grund, warum ich dieses Video hier gemacht habe, ist, weil ich mir wirklich zutiefst wünsche, dass Musik wieder Musik ist. Oder wieder noch mehr Musik. Musik, wo du hörst und bist berührt und bist inspiriert und da ist Licht in der Musik, da ist Kraft. Das wünsche ich mir. Das ist meine Vision. Und dafür trommle ich. Und dafür lebe ich. Yes. Und dafür ist das Video. Also, ich wünsche dir so viel Spaß dabei bei deiner Entdeckung. Und lass mich wirklich gerne daran teilhaben. Ich freue mich. Schick mir mal ein Video von dir oder eine Tonaufnahme. Ich höre gerne mal zu. Wir können auch mal sprechen, wenn du willst. Oder besuch mal einer meiner Workshops. Da können wir direkt zusammenarbeiten und zusammen spielen. Also, dann hab einen schönen Tag. Hier ist Ingo Gutmann. Ich hab's schon am Anfang gesagt, aber ja, ich bin's wirklich.